Rente mit 100. Nun geht das Gejammer um das Renteneintrittsalter wieder los. Schäuble fordert Rente erst ab 70. Ja, da muss man doch sofort fragen, wieso denn schon ab 70? In der Bibel steht bekanntlich, das Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Will dieser geldgierige Schäuble etwa verhindern, dass über 70-Jährige noch ein köstliches Leben haben? Es ist ja auch wirklich nicht zu ertragen, dass diese alten Leute immer schon ab 65 oder 67 im Park auf der Bank herumlungern und nur noch meckern und sich uralte Witze erzählen. Da nörgelt doch tatsächlich der Bundestagsabgeordnete Matthias Birkwald über Schäubles Vorschlag. Malochen bis zum Tode? Nein, danke. Ja, warum denn nicht? Gönnt er einem alten Menschen etwa nicht, dass er direkt nach dem köstlichen Leben in Arbeit auch dort stirbt, wo es immer so schön köstlich war, also am Arbeitsplatz? Da klagen sie von der Linkspartei auch noch. Was ist mit den Maurern und den Krankenschwestern? Die können ihre Leistung bis ins hohe Alter doch gar nicht bringen. Ja, wieso denn nicht? Das kann man doch wenigstens mal ausprobieren. Solange der Mensch in Bewegung ist und ordentlich schuftet, bleibt er auch gesund. Erst wenn das Nichtstun als Rentner beginnt, baut der Körper ab, die Kräfte lassen nach und so weiter. Und dann wird noch lamentiert, die Dachdecker und Gerüstbauer zum Beispiel müssen spätestens mit 67 in Rente gehen. Das ist doch eine Beleidigung aller Dachdecker. Wer als Dachdecker bis 67 nicht vom Dach gefallen ist, der schafft das auch noch bis 70. Und wenn er mit 70 Jahren dann doch noch vom Dach fällt, ist das ja auch irgendwie ein passender Abgang für jemanden, der sein ganzes Leben lang allen Leuten immer aufs Dach gestiegen ist. Okay, Schäuble, Rente mit 70. Außer für Rollstuhlfahrer. Die dürfen ja mit 73 sogar noch Finanzminister sein.